Quoting, was ist das überhaupt? Quoting ist im Prinzip das Entfernen einer besonderen Bedeutung bestimmter Zeichen innerhalb von Zeichenketten. Das muss jetzt nicht auf der Shell sein, das kann auch in der Programmiersprache sein oder irgendwo bei SSH oder so, wenn man irgendwo auf einem anderen Rechner was ausführen will. Also die Bedeutung wird entfernt und diese Zeichen werden so verwendet, wie sie eigentlich getippt worden sind. Oft setzt man gern dafür irgendwie ein bestimmtes Zeichen davor, ein Backslash oder so, dann spricht man auch von Escaping. Aber Escaping kann auch das Gegenteilige bewirken, halt, dass irgendwie ein Escape-Zeichen halt eine besondere Funktion erst hervorruft. Ja, am häufigsten Quoten muss man wahrscheinlich irgendwie das Leerzeichen. Wenn man irgendwie eine Zeichenkette als Parameter übergeben will, die Leerzeichen drin hat oder MP3s, wo Leerzeichen im Dateinamen sind. Hier ein schönes Beispiel. Das sind zwei Befehle. Also der erste Befehl ist der, der schief geht. Und alles drunter sind Beispiele, wie man es quoten kann und es nachher funktioniert. Hier haben wir halt einfach ein Lead.mp3, wo hier ein Leerzeichen drin ist. Das Leerzeichen müssen wir irgendwie quoten. Das können wir mit einem Backslash davor quoten. Wir können Single Quotes drumherum machen. Wir können Gänsefüßchen drumherum machen. Es reicht auch schon, wenn wir die Single Quotes einfach nur hier drumherum machen oder irgendwo mittendrin. Hauptsache, das Leerzeichen ist zwischendrin. Und manchmal gibt es auch noch ein anderes Problem. Zum Beispiel fgrep oder grep sucht nach irgendwelchen Pattern. Erster Parameter ist das Pattern. Restlichen Parameter sind die Dateien, in denen ich suchen will. Das Dumme ist, das Pattern, nach dem ich suchen will, mit einem Minus beginnt. Dann interpretiert grep das als Option. So, es soll sich anders verhalten. Minus R hieße rekursiv durch alle Verzeichnisse. Minus C hieß, bitte zähle die Vorkommen. Ich will hier aber irgendwie nach den Release Candidates im Changelog grepen. Und da gibt es halt zum Beispiel dann das Minus Minus, was auch eine Option für das fgrep ist und heißt so viel wie ab jetzt keine Optionen mehr parsen. Das sind zwei unterschiedliche Arten von Quoting, komme ich noch dazu. Klassisches Beispiel: rm-rf, ganz böser Befehl. Wie lösche ich jetzt eine Datei, die heißt minus rf Leerzeichen Punkt? Es gibt so Spaßvögel, die legen einem solche Dateien an, also. Das Minus hier an dieser Stelle zum Beispiel könnte man auch noch, weil es ist nicht kein Suchbegriff, sondern eine Datei. Die Dateien im aktuellen Verzeichnis kann ich ja auch relativ zum aktuellen Verzeichnis eingeben. Punkt ist das aktuelle Verzeichnis, Schrägstrich und dann den Dateinamen. Da ist kein Minus mehr am Anfang. Gar kein Problem. Das Problem ist gelöst und jetzt muss ich halt noch irgendwie dieses Leerzeichen da hinten quoten. Naja, gut, ein Backslash vor das Leerzeichen tut's oder halt Gänsefüßchen drumherum. Aber wichtig, den Punkt Slash muss ich trotzdem machen. Weil die Gänsefüßchen sorgen nicht dafür, dass das Minus nicht als Option gepasst wird. Warum? Erkläre ich gleich. Wir haben noch einen Fall von Quoting. Manchmal will man auch ein Kontrollzeichen, also so Ctrl-C oder so, direkt eingeben können auf die Shell. Aber wenn ich in der Shell Ctrl-C drücke, bricht es die aktuelle Eingabe ab und gibt mir wieder einen Prompt. Und da hilft in den meisten Fällen Ctrl-V vorher. Machen wir das mal. Echo Ctrl-V. Ctrl-C. Und wenn ich das ausgebe, ist gar ein nicht druckbares Zeichen, deswegen kommt nichts außer der Zeilenumbruch. Aber ich habe jetzt ein Ctrl-C ausgegeben als Zeichen. ASCII, die ersten 32 Zeichen hier vorne, also die beiden Spalten hier, das sind einfach Sonderzeichen, die zum Teil bei Druckern oder sonst irgendwo noch eine Bedeutung haben. Und die sind im Prinzip durchnummeriert von Ctrl-Add bis irgendwie Ctrl-Z und noch ein paar zerquetschte oder so. Also Alphabet plus noch ein paar Sonderzeichen mit Kontroll, so kann man die darstellen, wenn man sie tippen will. Wir haben drei Ebenen beim Quoting. Wir haben einerseits das Terminal- und Schnittstellen-Quoting, sprich direkt bei der Eingabe Sachen, die gequotet werden müssen. Zum Beispiel, weil früher gab es ja diese Terminals, die über serielle Konsole irgendwo am Rechner angeschlossen waren und manche von denen waren intelligent und haben bestimmte Sachen schon abgefangen. Wenn man das zum Beispiel umgehen wollte, musste man vorher Ctrl-V oder sowas drücken. Oder wie wir jetzt halt gesehen haben in der Bash, wenn ich Ctrl-C eingeben will, muss ich Ctrl-V vorher drücken, weil die Bash auf das Ctrl-C anders reagiert, als es einzugeben. Dann das Kommandozeilen-Quoting. Wenn man das Parsen der Kommandozeile beeinflussen möchte, dass es an einem Leerzeichen nicht trennt zum Beispiel. Und am Ende Anwendungsquoting, wenn halt irgendwie ein Parameter, der mit Minus beginnt, keine Option sein soll. Das ist was, was die Shell überhaupt nicht juckt, aber die Anwendung, die dann nachher den Parameter bekommt, juckt das schon. Eben Terminal-Schnittstellen-Quoting, irgendwelche Sonderzeichen oder Tastendrücke eingeben.
zum Teil auch im Editor, wenn ich jetzt im Editor in eine Datei was reinschreiben will, was eigentlich ein Kommando für den Editor wäre, also im Emacs zum Beispiel Ctrl-C. Wenn ich das in eine Datei schreiben will, muss ich vorher im Emacs Ctrl-Q drücken. Im VI zum Beispiel, wenn ich im VI ein Escape eingeben will in eine Datei, muss ich auch Ctrl-V vorher drücken. Und je nach VI-Version, zum Beispiel Vim fängt relativ viel ab. Wenn man irgendwo ein uralt VI hat, der tut relativ viel direkt in die Datei reinlassen. Also Cursor-Tasten bei einem alten VI gehen direkt in die Datei und bewegen nicht den Cursor. Bei Vim bewegt es den Cursor. Es ist eben Ctrl-V oder Ctrl-Q, eins von beiden tut meistens. Aber wenn du das Ctrl-M in die Suchen- und Ersetzen-Maske eingeben willst, also bei Search and Replace oder so, dann brauchst du das zum Teil auch, ja. Genau. Ein paar Beispiele auf der Shell. Ctrl-V, Ctrl-C, um ein Ctrl-C einzugeben. In Emacs Ctrl-Q, Ctrl-C in der Datei. Im Vim Ctrl-V, Ctrl-C. Und in den älteren oder den kleinen VI-Klonen muss man halt zum Beispiel ein Ctrl-C nicht quoten, aber ein Escape zum Beispiel schon. Man kann es auch umkonfigurieren, wenn man unbedingt will. In der .input-RC für alles, was Readline verwendet, inklusive Bash. In der TC-Shell-RC ist es auch wieder ein Bindkey. Und im Emacs ist irgendwelche Lisp-Ausdrücke, wo irgendwie Gänsefüßchen und Backslash gebraucht werden. Und dann nur ein Single-Quote, das ist halt Lisp. Single-Quotes haben da sind keine Zeichenkettenbegrenzer. Aber gibt es überall die Möglichkeiten, das zu ändern. Ich habe jetzt hier die Default-Werte nebenbei reingeschrieben. Es gibt auch noch manchmal Quoting zwischen dem Benutzer und der Shell. Und wenn man zum Beispiel per Telnet irgendwo unterwegs ist oder per SSH oder Screen benutzt, kommen wir nachher noch zu. Telnet ist ein recht altes Protokoll und auch Programm. Und damals war irgendwie den Leuten noch nicht so bewusst, dass man Quoting vielleicht irgendwie bräuchte. Und zwar Kontrolleckige Klammer zu. Das ist ein Zeichen, dass das Telnet einfach abfängt und dann bekommt man Telnet-Prompt, wo man dann irgendwie das Telnet beenden kann oder eine neue Verbindung aufmachen und so Sachen. Das Einzige, was man machen kann, ist, dass man das Abfangen abschaltet mit der Option minus E. Dann geht Ctrl-eckige Klammer zu durch, aber man kann dafür nicht mehr an den Kommandozeilen-Prompt vom Telnet ran. Dann SSH und teilweise auch die RSH und RLog-Innen-Varianten, also die unverschlüsselten, zuerst dagewesenen. Eine Tilde nach einem Zeilenanfang, also Enter, Tilde, muss gequotet werden, weil das ist sozusagen das Escape-Zeichen für die SSH. Wenn man eine Tilde eingeben möchte, muss man einfach Enter, Tilde, Tilde und dann kommt genau eine. Und sonst gibt es halt irgendwelche Kommandos. Ich zeige das jetzt mal kurz. Ich mache jetzt hier SSH Localhost. Ist langweilig, aber ich bin jetzt halt hier nochmal auf dem Rechner eingeloggt. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel Enter... Das ist jetzt nur ein Enter, was in die Richtung ging. Der Prompt kam zurück, der juckt nicht. Es ist die Frage, was ich gesendet habe. Ich habe ein Enter gesendet. Und jetzt tippe ich eine Tilde, die nicht erscheint. Und jetzt tippe ich ein Fragezeichen und schon kriege ich die Hilfe der SSH für die Escape-Sequenzen, die sie versteht. Da steht zum Beispiel Tilde Punkt, Verbindung sofort beenden. Das ist gut, wenn irgendwie sich gerade die IP-Adresse vom Rechner gewechselt hat und man nicht weiß, wie man diese doofe SSH, die in der Shell noch offen ist, beenden kann, weil Ctrl-C will er ja durch das Netzwerk durchsenden zur Shell auf der anderen Seite. Aber die ist nicht mehr erreichbar. Und was auch noch sehr interessant ist, also Ctrl-Tilde und dann Ctrl-Z tut die SSH suspenden, also anhalten. Weil normalerweise, wenn man Ctrl-Z drückt, geht das ja durch das Netzwerk durch zu der Bash, die hinter der SSH auf dem anderen Rechner läuft. Weil da will man ja auch Ctrl-Z machen können. Und da erwartet man auch, dass es funktioniert, wenn man es macht. Wenn man irgendwelche Tunnel offen hat, Tilde Doppelkreuz listet einem alle Tunnels auf. Und Tilde Kaufmanns und tut die SSH in den Hintergrund. Wenn zum Beispiel noch irgendwelche Tunnels offen sind, aber man die Shell schon beendet hat. Und Tilde Tilde geht dann durch. Und Tilde Fragezeichen, eben diese Meldung hier. Und dann gibt es auch noch diese Kommandozeile, Tilde C. Da kann man dann nachträglich, obwohl die Session schon läuft, weitere Tunnels aufbauen. Also das sind irgendwelche Port-Forwardings oder so. Und jetzt einfach nochmal das Beispiel, jetzt nochmal Enter gedrückt. Tilde Punkt, wupp, Verbindung weg. Einfach abgebrochen. Die SSH hat die Verbindung beendet. Machen wir noch einmal das Beispiel hier mit Enter. Tilde, nochmal Tilde und jetzt ist er erst gekommen. Also das ist das
die gequotete Tilde, die ich durch... Das Blöde ist, wenn man jetzt noch eine deutsche Tastatur hat, dann muss man Tilde Leerzeichen tippen. Und wenn man jetzt nochmal eine SSH dahinter macht, also nochmal SSH localhost, Enter, 1, 2, 3, dreimal Tilde, bis sie kommt. Und also da muss man dann irgendwann anfangen zu hirnen, wie viel Tildes man jetzt tippen muss, damit man auf der richtigen Ebene die SSH abschießt, wo jetzt gerade die Verbindung abgebrochen ist. Wenn man so eine Kette von SSH-Verbindungen hat, bis man bei irgendeinem Server ist oder so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier Enter, Tilde, Tilde, dann tue ich die hintere SSH, die zweite, die ich gemacht habe, abschießen. Jetzt habe ich wieder ein Z-Shell-Prompt. Und wenn ich jetzt die letzte verbleibende abschieße, dann kriege ich wieder den Bash-Prompt. So viel zum Thema Quoting bei der SSH. Und Screen, da ist ja Ctrl-A, wird abgefangen vom Screen. Wenn man Ctrl-A tippen will, zum Beispiel um an Zeilenanfang zu gehen, muss man Ctrl-A und dann Ctrl-Loslassen und nochmal A drücken. Und das ist die Art von Quoting, wie es dann beim Screen geht. Kommen wir nachher bei Screen noch dazu. Kommandozeilen-Quoting, das ist eigentlich das, was man häufigsten braucht. Irgendwelche Sonderzeichen, die auf der Kommandozeile bestimmte Funktionen hervorrufen. Zum Beispiel größer als kleiner als für eine Ausgabeumleitung oder Pipe. Sternen, Fragezeichen für Wildcards, Dollarzeichen für Variabelnamen oder zum Teil auch Gänsefüßchen oder Singlequotes selber. Meistens geht das gut, indem man es einfach mit Gänsefüßchen oder einfachen Anführungszeichen umschließt. Oder halt, wenn man ein einzelnes Zeichen hat, einfach ein Backslash davor, das hilft normalerweise auch. Ausnahme beim Zeilenumbruch, dann geht einfach die Kommandozeile auf der nächsten Zeile weiter. Ja, man kann auch zum Teil noch die Expansion von irgendwelchen Wildcards abschalten. Manchmal will man das, wenn man zum Beispiel viele Fragezeichen in irgendwelchen Texten drin hat und so, die man auf der Kommandozeile eingibt. Z-F schaltet es bei Born Shells ab. Bei Z-Shell ist es aus irgendeinem Grund minus groß F. Auch noch sehr schön bei der Z-Shell. Einfach No-Glob für irgendein Kommando davor und er tut für diese eine Zeile keine Wildcards auswerten. Sehr schön, wenn man beim WGET irgendwo ein Fragezeichen mit drin hat. Und bei der TC-Shell $NoGlob setzen. Unterschied Anführungszeichen. Der Unterschied ist im Großen und Ganzen, dass Gänsefüßchen zwar Wildcards, eine Ausgabeumleitung und einfache Anführungszeichen und Leerzeichen und so verhindern, aber zum Beispiel nicht Dollar und auch keine Backticks. Also Variablen werden immer noch expandiert zwischen doppelten Anführungszeichen und Backticks, also das Ausführen von Befehlen und Verwenden deren Ausgabe wird immer noch funktionieren. Umgekehrt zwischen einfachen Anführungszeichen, das verhindert die besondere Interpretation aller Zeichen inklusive Backslash. Also wenn man zwischen einfachen Anführungszeichen Backslash hat, macht das keinerlei Unterschied. Das heißt insbesondere, dass man ein einfaches Anführungszeichen zwischen einfachen Anführungszeichen nicht mit einem Backslash quoten kann. Können wir gerade mal ausprobieren. Das hier gibt wirklich den Slash aus und das nächste Anführungszeichen wäre schon wieder eine neue Zeichenkette. Genau. Deswegen, wenn man ein einfaches Anführungszeichen zwischen einfachen Anführungszeichen quoten möchte, also ich habe jetzt hier irgendeinen String, foo, bar und will jetzt hier ein einfaches Anführungszeichen drin haben, bla. Wenn ich das hier jetzt quoten möchte, dann mache ich hier Single Quotes Ende, zum Beispiel ein Gänsefüßchen drumherum und wieder ein Single Quote Anfang. Also diese drei Zeichen sorgen dafür, dass das Anführungszeichen ausgegeben wird und die anderen sorgen dafür, dass der Rest gequotet wird. Ich weiß, dieser Fünfer hier ist irgendwie extrem schlecht lesbar. Man könnte es auch noch mit Backslash machen. Also hier ein Backslash davor, geht genauso. Aber ich finde das obere einfach lesbarer mit den fünf unterschiedlichen Anführungszeichen. Schwierig wird es, wenn man das dann noch über eine SSH machen will, aber da muss man dann irgendwann wahrscheinlich noch mehr Anführungszeichen hinmachen. Ausnahme, die TC-Shell tut keine Ausrufezeichen zwischen Anführungszeichen quoten. Warum auch immer, da brauchen wir dann noch extra einen Backslash dafür, weil Ausrufezeichen, wissen wir von vorhin, ist History Expansion und das macht die TC-Shell selbst zwischen einfachen Anführungszeichen. Ist auch was, was mich dazu bewogen hat, davon wegzukommen. So viel eigentlich zum Kommandozeilenquoting, vor allem halt Sonderzeichen, die auf der Shell irgendwelche Bedeutungen haben. Anwendungsquoting hätten wir dann noch, dritte Ebene. Das sind Parameter für irgendwelche Befehle, die der als Option oder sonst wie irgendwie besonders beachtet. Kritische Zeichen sind dort vor allem Minus und Doppelpunkt.
Problem, es ist von Anwendung zu Anwendung verschieden. Aber bestimmte Regeln kann man öfters anwenden, also eben Punkt Slash vor irgendwelchen Dateinamen, die mit Minus beginnen. Das ist unabhängig von der Anwendung, das funktioniert immer. Auch noch ein Problem, wenn man zum Beispiel mit einem Backslash irgendwas quoten muss für eine Anwendung. Das wird auch von der Kommandozeile selber auch schon gepasst. Da muss man halt zwei Backslashes machen, damit der Backslash auch wirklich bei der Anwendung nachher ankommt als im Parameter. Und manchmal ist es auch einfach nicht möglich, dann ist irgendeine Anwendung schlecht programmiert. Ein Beispiel dafür war, glaube ich, mal eine Zeit lang entweder TAR oder SCP mit Doppelpunkten. Kommen wir noch als Beispiel. Also eben der Punkt Slash vor irgendeinem Minus funktioniert wunderbar, um irgendwas nicht als Option gelten zu lassen, vor allem Dateinamen, also nur bei Dateinamen. Minus Minus als Abschluss der Optionenliste geht bei allen GNU Utilities. Das ist wieder das Beispiel mit dem Changelog und dem Minus RC. Dann Punkt Slash, wenn ein Dateiname einen Doppelpunkt hat. SCP und TAR achten auf Doppelpunkt in Parametern. Wenn ja, dann sehen Sie das als Hostname an, was vor dem Doppelpunkt steht. Also bei SCP Hostname Doppelpunkt Dateiname heißt, kopiere die Datei von dort irgendwo anders hin. Und wenn man halt dummerweise eine Datei hat, die mit einem Doppelpunkt drin hat, muss man noch Punkt Slash davor machen, dann weiß das SCP, oh, Punkt Slash davor, das muss in dem Verzeichnis in der Datei sein. Das ist kein Hostname mehr. TAR genauso. Und was auch noch interessant ist, man sollte zum Teil darauf achten, wo irgendwelche Sonderzeichen interpretiert werden. Das größer als, wenn ich das jetzt alles ohne irgendwelche Quoting-Zeichen mache, dann mache ich eine SSH auf den Rechner, rufe dort cat bla auf und leite die Ausgabe um in die Datei foo auf dem lokalen Rechner. Sobald ich hier irgendwo diese Single-Quotes oder Gänsefüßchen drumherum mache, egal in welcher beiden der Varianten, wird das größer als ausgewertet auf dem anderen Rechner und es schreibt in eine Datei namens foo auf dem anderen Rechner, nicht lokal. Weil dort wird es dann wieder ausgewertet und wenn ich das dann auch noch dort quoten möchte, muss ich halt nochmal irgendwie Gänsefüßchen zusätzlich drumherum machen. Das sind so die typischen Fälle, die man eigentlich braucht an der Stelle. Jetzt haben wir nochmal ein Beispiel. Wir haben hier eine Datei, war irgend so ein Fiesling, die heißt minus pipe control c. Und die will ich jetzt umbenennen, weil ich will die Datei vielleicht noch haben, aber ich will sie nicht mit dem Dateinamen haben. Jetzt haben wir erstmal das Problem. MV interpretiert erstmal alles, was mit minus beginnt, als Option. Also muss ich einen Punkt Slash davor machen, damit das funktioniert. Und dann kommt die Pipe. Die Pipe wird von der Shell als eine Ausgabeumleitung interpretiert. Die kann ich jetzt mit Kommandozeilenquoting, mit einem Backslash zum Beispiel, escapen. Dann hat die Pipe ihre besondere Bedeutung verloren für die Kommandozeile. Dann habe ich noch das Ctrl-C. Wenn ich das jetzt so eingebe, in dem Moment, wo ich Ctrl-C drücke, bricht er ab. Da muss ich jetzt einfach das Ctrl-V noch vorne dran tippen. Und das probieren wir jetzt auch mal kurz auf der Kommandozeile, so zum Abgewöhnen. Was haben wir denn hier alles rumliegen? Okay, ich muss jetzt mit Touch diese Datei erstmal anlegen. Auch Punkt, Slash, was hatte ich da so? C. Komm, jetzt schauen wir mal. Hier gibt es eine Datei, er zeigt es mir an als minus pipe Fragezeichen. Fragezeichen, weil es ein nicht darstellbares Zeichen ist. Und wenn ich jetzt hier das minus pipe Ctrl C eintippe, in dem Moment bricht er ab mit der Eingabe. Also, soweit haben wir schon mal gelernt. Minus pipe Ctrl V, Ctrl C, FUBA. Aber er wird trotzdem meckern. Ja, also einerseits, ich habe da keinen hinter dem Minus nichts angegeben und das Pipe wurde als Pipe erwartet und das Kommando Ctrl-C findet er jetzt auch nicht. Passt immer, also muss ich das Pipe noch. So, das davor. Und dann sagt er, ja, nee, die Option Pipe kenne ich nicht. Also machen wir hier noch den Punkt Slash davor. Und jetzt haben wir eine Datei namens FUBA. So, jetzt mache ich den nochmal. Es gibt nämlich noch einen anderen Trick für Faule, die nicht nachdenken wollen. rm.slash minus und dann tab. Für tab completion. Er escaped automatisch richtig. Jetzt brauche ich einfach nur noch pup und weg ist er. Also da braucht man gar nicht mehr nachdenken, wie man das Ctrl-C zum Beispiel escape. Wir haben ja auch in dem ls nicht gesehen hier oben, ob das ein Ctrl-C oder was das ist. Aber mit der tab completion funktioniert es dann im Normalfall. Sozusagen Quoting für Faule. So viel zu dem Beispiel.
Dann einfach nochmal zur Theorie dahinter, die Auswertungsreihenfolge im ganz grob. Wenn ich da Enter drücke, wenn ich so einen Befehl eingetippt habe und in dem Moment, wo ich Enter drücke, das, was die Shell dann macht, erstens mal parsen. Schaut, verstehe ich überhaupt, was der da meinen könnte, was er machen will. Wo beginnen Parameter, also sprich, habe ich irgendwo Anführungszeichen oder so, wo sind Leerzeichen, wo ist Quoting, ist irgendwie eine eigene Ausgabeumleitung dabei. Und er schaut auch schon, wo sind Variablen, aber er tut sie noch nicht ersetzen. Im nächsten Durchgang werden dann Variablen ersetzt und Backticks, Dollar, runde Klammer auf, Klammer zu, durch den Output. Dann, und das ist das Wichtige, es wird nochmal ein Leerzeichen aufgesplittet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Befehl irgendwo, eine Variable hatte, die ein Leerzeichen im Wert drin hatte, dann wird an dem nochmal aufgesplittet und es werden aus der Variable, die vorher nach einem Parameter aussah, zwei Parameter zum Beispiel. Das gleiche gilt für Backticks. Wenn man das verhindern möchte, Gänsefüßchen drumherum machen. Weil zwischen Gänsefüßchen werden immer noch Backticks und Dollarzeichen ausgewertet, aber keine Leerzeichen mehr. Danach werden die Wildcards ausgewertet, auch wichtig. Wenn jetzt zum Beispiel in einer Variable, die wir da drin hatten, ein Stern drin war, dann wird der nachher als Wildcard noch ausgewertet. Und danach wird dann Quoting entfernt und das Ganze ausgeführt. Und einfach, was man sich da merken sollte, einerseits, dass nochmal ein Leerzeichen aufgesplittet wird, nachdem man Variablen und Backticks ausgewertet hat und dass danach auch nochmal Wildcards ausgewertet werden. Und Gänsefüßchen helfen einfach gegen diese beiden, sagen wir mal, Probleme, wenn man das nicht möchte.